Rose Fröhlich, echter Patientenfall, heute mit der Fragestellung vegane Ernährung und dem Wunsch der Gewichtszunahme. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Ihr wisst ja, ihr Lieben, plus weg oder je nachdem, wo ihr mich seht, abonnieren für mehr Content. So, zurück zum Patientenfall. Ich hatte die Fragestellung einer Patientin in der Praxis, die schon sehr lange in Richtung veganer Ernährung unterwegs war und den Wunsch hatte, ihr Gewicht zu erhöhen, da sie eher im Untergewicht unterwegs war. Und dann die Fragestellung ist, wie sozusagen das möglich ist, was kann man da tatsächlich umsetzen. Also auch bei der veganen Kost, wie genauso wie bei vegetarischer Kost oder eben auch bei einer klassischen Mischkost, geht es immer um die Eiweißquelle, um die Zellen, vor allem die Muskelzellen aufzubauen, um Zellaufbau zu fördern. Wir wollen ja nicht an Kalorien zunehmen, sondern wir haben ja den Wunsch der Zellzunahme und auch nicht des Körperfetts der Zunahme, sondern der Zunahme von Zellen. Und da ist es wichtig, dass wir Eiweiß benötigen. Das Eiweiß kann man immer zum Beispiel aus den Hülsenfrüchten nehmen, mit Linsen, Erbsen zum Beispiel, den Anteil an Bohnen. Viele kennen weiße Bohnen, Kidneybohnen. Diese Kidneybohnen sind diese roten Bohnen zum Beispiel. Linsen habe ich ja schon gesagt. Das Besondere ist, dass wir hier hochwertiges pflanzliches Eiweiß haben. Wenn ich das zum Beispiel kombiniere mit Eiweiß aus Kartoffel- oder Reiseiweiß, also einen Anteil der Stärke, Beilagen, Kichererbsen zum Beispiel haben auch hochwertiges Pflanzeneiweiß, dann kann ich sozusagen den Anteil an Eiweiß anheben. Also zum Beispiel Kartoffel mit den Hülsenfrüchten zusammen und dadurch geht die Eiweißquelle hoch. Das nennt man heute biologische Wertigkeit in Lebensmitteln. Und wenn ich in der veganen Kost unterwegs bin, habe ich ja per se, wenn ich natürlich gucke, nur die reinen Gemüsesorten und eben die Beilagen zur Verfügung. Bei Nudeln kann man auch, wer mag, in Richtung Vollkornnudeln gehen. Natürlich habe ich bei Getreideprodukten, auch wenn es Brot ist, zum Beispiel auch einen Eiweißanteil. Dieses pflanzliche Eiweiß kommt ja am Ende aus dem Getreide. Und wenn ich das kombiniere mit den Hülsenfrüchten, kriege ich diese biologische Wertigkeit hoch und habe den Vorteil, dass dann die Eiweißquelle in der einzelnen Mahlzeit einfach auch angehoben wird. Natürlich gibt es die Möglichkeit, Eiweißersatzprodukte zu nehmen. Es gibt ja Erbsenprotein, Linsenprotein, es gibt die Möglichkeit, Reisprotein zu kaufen, es gibt die Möglichkeit, Sojaprodukte zu nutzen, wer sie geschmacklich mag und natürlich auch verträgt. Das heißt, wenn ich diese mit zusätzlich einbaue, kann ich die Eiweißquelle wunderbar anheben. Und der Vorteil ist an der Stelle, wenn ich eben die pflanzlichen Eiweiße jeweils in der Mahlzeit habe, also zum Beispiel ein Sojaprodukt kombiniert, zum Beispiel ein Fleischersatz gebraten in der Pfanne, dann Hülsenfrüchte dazu und den Anteil zum Beispiel Kichererbsen oder Kartoffel dazu, dann hebe ich sozusagen die Eiweißquelle an und kann damit den Zellaufbau fördern. Was auch immer wichtig ist, ist viele ja, Patienten, so war es auch bei dieser hier, hatte sie zwei Mahlzeiten. Dann habe ich natürlich pro Mahlzeit meistens eine höhere Menge, die ich vielleicht esse. Das haben wir nochmal umgesetzt auf mehrere kleine Mahlzeiten. Da die Patientin selber sehr gerne essen mag und auch viele kleine Mahlzeiten gerne essen mochte, haben wir das auf 5, 6 Mahlzeiten, also Frühstück, Mittag, Abendbrot, dann eine Zwischenmahlzeit vormittags, eine Kaffeezeit und sie hat noch eine Spätmahlzeit eingebaut. Und dann war noch die Überlegung, da sie gerne auch Eiweißpulver nutzen wollte, hat sie sich einen Hersteller mit veganen Eiweißpulver rausgesucht und hat überlegt, das zum Beispiel mit Mandelmilch oder Hafermilch nochmal zu kombinieren. Die Hafermilch in diesem Falle hat sie selber gemacht, aus zum Beispiel 100 Gramm Haferflocken mit einem Liter Wasser selbst aufgekocht, schmeckt aber anders als das, was man manchmal kaufen kann. Das heißt, natürlich kann ich es auch mit Wasser anmischen. Die Hülsenfrüchte würden noch gehen Hülsenfrüchte sei schon. Die Getreideflocken gehen natürlich noch, die ich zusätzlich dazu nehmen kann, also Haferflocken zum Beispiel. Und es ist auch immer noch die Möglichkeit, das Eiweiß auch nochmal über die Nüsse mitzunehmen. Da habe ich ja nochmal den Anteil auch gesunder Fette.
dabei, die wir am Ende für die Gewichtszunahme auch brauchen. Das heißt, sie haben mehrere Möglichkeiten. Wenn jemand Nüsse mag, kann man Walnüsse, zum Beispiel Cashewnüsse, Pinienkerne natürlich gerne mit zunehmen und auch Saaten, also Sonnenblumenkerne, Leinsamen. Also all diese Ballaststoffe haben natürlich auch immer einen Anteil pflanzliches Eiweiß und pflanzliche gesunde Fette. Von daher kann ich sowas auch gerne mit dazu nehmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Soja-Joghurt habe, ein bisschen Früchte rein und mache mir da oben noch ein paar Sonnenblumenkerne rauf oder Nüsse, je nachdem, was man mag, habe ich sozusagen die Eiweißquelle angehoben. Also von daher, das geht sozusagen auch bei der veganen Kost. Für den Content, ihr Lieben, denkt nochmal dran, Plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vielleicht auch noch für Fragestellungen habt. Ich freue mich auf euch und ja, würde dann sicherlich ein Video draus machen und ja, dann könnt ihr sozusagen die Grundideen, die ihr habt, schreibt einfach gerne. Ist ja für mich auch immer schön und weiß ich immer so, was euch bewegt. So, ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße, eure Sandra.